Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Glücksfee-Orakel im Zeitraum von 20. bis 26. August 2018. Ich ziehe die Zahlen und schauen wir, ob wir Glück haben in die kommenden Woche. Erstmal ziehe ich 6 Zahlen von diesem Kelch, so wie bei Lottozahlen, und dann kommt ein Zusatzzahl. Und ich beginne. Die erste Zahl ist 33. Die zweite Zahl ist 6. Die dritte Zahl ist 2. Eine Zahl ist ausgefallen, also nehmen wir das dazu. Das ist die Zahl 20. Die fünfte Zahl ist 28. Und die 10. Ich habe die 6 Zahlen 33, 6, 2, 20, 28, 10. Und jetzt kommt die Zusatzzahl. Und die Zusatzzahl ist die Zahl 7. Jetzt brauche ich etwas Platz. Und nehmen wir die Lönomat-Karten. Die Lönomat-Karten sind nummeriert. Die 33 kommt die Schlüssel. Die nächste Zahl ist die 6, kommen die Wolken. Dann die 2, der Klee. Die 20 ist der Park. 28 ist der Mann. Die Zahl 10 ist die Sense. Und das Glückszahl ist die 7 und das ist die Schlange. Das ist der Zeitraum von 20. bis 26. Und jetzt schauen wir die Karten an, die Deutung. Die Schlüssel bedeutet mit Sicherheit oder bedeutet auch Chancen, Möglichkeiten. Es öffnet sich eine neue Tür. Etwas ist noch in die Schwebe, es sind noch Unklarheiten da, aber das klärt sich ziemlich schnell, sogar in die Tagen, und es kommt in Öffentlichkeit. Ein männlicher Person spielt eine große Rolle in die Tagen, und das Glück liegt daran, dass er verabschiedet von dieser Dame. Die Sense zeigt die Trennung und die Schlange ist das Symbol für eine andere Dame. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tage. Montag habt ihr die Schlüssel auf ein bestimmtes Problem, also ihr bekommt die Erkenntnisse. Kann auch bedeuten, dass neue Chancen, neue Möglichkeiten werdet ihr haben. Oder die Schlüssel bedeutet auch Sicherheit, Stabilität, also ihr habt so sicheres Gefühl. Dienstag ist etwas unklar, undeutlich, aber Mittwoch klärt sich das auf und Mittwoch habt ihr auch Glück. Donnerstag steht ihr in Öffentlichkeit oder habt ihr eine Einladung. Freitag habt ihr den Kontakt zu diesem Mann. Samstag trennt euch von etwas.
Das kann auch bedeuten, dass ihr die Angst loslassen könnt oder trennt ihr von etwas, kündigt etwas oder räumt ihr auf. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann Samstag teilt mit euch mit, dass er von dieser Frau trennt. Und Sonntag wird die Trennung auch ausgesprochen. Die Schlange für euch für Sonntag hat nochmal eine Bedeutung. Eine weibliche Person kommt auf euch zu. Und das war dieser Glücksfee-Orakel bis 26. August 2018. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit mit mir kontaktieren. Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen, weil das geht auch blitzschnell. Ihr schreibt in E-Mail, stellt euren Fragen, ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag oder spätestens nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.